Lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei Geralt, der sich hier am Ufer eines kleinen Sees befindet. Und mitten in diesem See gibt es eine Insel. Und dort kann man sich einer Tugendprüfung unterziehen. Und das werden wir jetzt unternehmen. Allerdings habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es sich um diese Rittertugenden von Tirsang handelt. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, was das für Tugenden waren. Ich glaube, es waren 5, aber habe alles andere vergessen. Ich habe hier mal in unseren Büchern und Unterlagen schon mal nachgeschaut. Meines Wissens haben wir kein Buch, das uns das nochmal erzählt. Insofern gehen wir da jetzt ein bisschen unvorbereitet rüber. Gehen ist gut. Wir schwimmen ganz offensichtlich rüber. Denn diese Insel zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht mit dem Land verbunden ist. Ich glaube, das zeichnet fast jede Insel aus. Außer es gibt eine Brücke. Gut, wir werden sehen, was uns dort erwartet. So, da vorne sehe ich schon so ein bisschen mysteriös aussehende Steine. Können auch mal hier unter Wasser gucken. Gibt es da noch was Spannendes? Ah, Fische, die an uns vorbei schwimmen. So. Was haben wir denn hier? Das ist hier so eine Art Pfad. Okay. Was höre ich hier? Was ganz merkwürdig Lautes. Oh Gott. Da sitzt jemand. Hier ist nochmal ein kleiner See und nochmal eine kleine Insel. Jetzt wird es ja sehr mysteriös. Können wir hier irgendwas entziffern, bevor wir zu diesem Typen gehen? Kein Mensch, der seinen Wohlstand nicht mit anderen teilt, kann als gut bezeichnet werden. Großzügigkeit ist für ein Leben in Würde und ein Sterben in Frieden unabdinglich. Okay, es könnte sein, dass die 5 Tugenden uns jetzt hier nochmal nahegebracht werden. Wisst ihr was? Ich mache mir mal ausnahmsweise Notizen. Großzügigkeit ist eine Tugend. Kann ich gut nachvollziehen. Sind es 5? Ja, es sind 5. Hervorragend. Tapferkeit alleine macht noch keinen guten Menschen. Doch wie viele Feiglinge sind gute Menschen. Wer tapferen Herzens ist, zögert nicht, sich gegen die Mehrheit zu stellen und die Konsequenzen zu tragen. Also, Tapferkeit ist Nummer 2. Großzügigkeit, Tapferkeit. Nummer 3. Es gibt viele Wesenszüge, die die wahre Natur eines Menschen abbilden. Mitgefühl unterscheidet den Menschen vom Tier. Wer mit seinem Nächsten fühlt, dem ist dessen Unglück nicht einerlei. Er wird sich immer für die Schwachen und Unterdrückten einsetzen. Also Mitgefühl. Wunderbar. Nummer 4. Ehre kann man nicht kaufen. Sie kann auch nicht verkauft werden, da ihr Wert den aller Schätze der Welt übersteigt. Doch man kann sie verlieren, und wem das geschieht, dessen Name ist in aller Ewigkeit beschmutzt. Ein wahrer Ehrenmann steht hinter dem, was er tut, stellt sich jeder Herausforderung und verachtet die Lüge. Ehre. Ja. Ein relativ abstrakter Wert, muss ich mal sagen, weil er andere Werte irgendwie so ein bisschen impliziert. Weisheit ist eine Tugend, nach der man ein Leben lang streben sollte. Nie ist man so weise, als dass man nicht noch weiser werden könnte. Und der Weise weiß dies. Wir sollten auf unsere Reise durch das Leben nach weisen Entscheidungen streben. Das sind nicht die Entscheidungen, die uns das Leben einfacher machen. Meist trifft das Gegenteil zu. Aber sie machen stets bessere Menschen aus uns. Okay, Weisheit. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das geprüft wird, weil in der Praxis ist das Ganze meist etwas schwieriger. Und ich vermute, der Herr da vorne könnte so ein Prüfer sein. Ich wandle auf dem Wasser, genau wie... Wie wer? Wie ein Wasserläufer. Was dachtest du? Egal. Du hast wohl gemeint, dich kann nichts mehr überraschen, was? Irrtum. Ein Einsiedler. Das ist ja wirklich bemerkenswert hier. Und ein Schwert, das hier liegt. Aber wir sprechen erstmal mit diesem Mann.
Hey, hast du eine Ahnung, wieso zum Teufel ich auf dem Wasser laufen kann? Klar weiß ich das. Ich wohne seit undenklichen Zeiten abgeschieden an diesem Gestade. Und ich kann die außergewöhnliche Natur des Sees bezeugen. Was ist so außergewöhnlich daran, abgesehen davon, dass man darauf laufen kann? Der See birgt ein wundersames Schwert in seinen Tiefen. Darüber wache ich. Nur wer über die 5 ritterlichen Tugenden verfügt, darf nach dem Schwerte greifen. Man sagt mir ja einiges nach, aber Ritterlichkeit, ich weiß nicht. Aber ich weiß. Denn ich weiß, wer du bist. Du bist ein Ehrenmann, wie viele bezeugen können. Du bist selbst bescheiden und anderen gegenüber großzügig. Deine Tapferkeit wird in Legenden gepriesen. Du musst mir zuerst beweisen, dass du würdig bist. Die Inschriften auf diesen Steinen beschreiben die 5 Tugenden: Tapferkeit, Ehre, Weisheit, Mitleid und Großzügigkeit. In deiner Zeit in Toussaint kannst du beweisen, dass du diese Tugenden im Herzen trägst. In dieser Welt hier gibt es manche in Not. Und du kannst deine Ritterlichkeit zeigen. Okay, offenbar haben wir ja schon einiges bewiesen, aber was noch fehlt ist, was war das? Mitgefühl und Weisheit. Ha, interessant. Das wird also nicht vor Ort hier geprüft, sondern durch unsere Taten in Toussaint. Finde ich gut, finde ich interessant. Ich denke, das sollte uns nicht schwerfallen, weil natürlich handeln wir immer mit Mitgefühl und großer Weisheit. Das ist ja unser täglicher Wegbegleiter. So, wir gucken uns hier kurz nochmal um, ob diese Insel noch andere Besonderheiten hat. Außer diesen Lärm, den sie verbreitet, aber ich sehe jetzt erstmal nichts Besonderes. Ein kleiner Rundgang wird uns hier erlaubt sein. Okay, außer Buschwerk ist hier nichts weiter. Und hier sind wir wieder bei den Tugenden angekommen. Gut, dann können wir zurückkehren zu Plötze. Das sind nur Steine, bedeutungslose. Spannende Prüfung. Irgendwie. Bin gespannt, wie sich das auflösen wird. Und jetzt bin ich erstmal froh, dass dieser Lärm vorbei ist. Das allerdings habe ich nicht ganz so... Das wurde mir nicht ganz klar. Wo kam dieser Lärm her? Was hat da dieses Geräusch gemacht? Ich weiß es nicht. So, Plötze hat sich verzogen. Mhm. Dann rufen wir sie nochmal heran und schauen, was denn jetzt unser nächstes Ziel sein könnte. Hier in der Nähe. Ja, ich würde schon sagen, dass wir jetzt hier so eine größere Runde mal machen. Ne? Also, wir gucken uns diese Geschichten an, reiten dann hier in diesen nördlichen Bereich. Warum nicht? Wir sind ja relativ nah. Hier haben wir einen Auftrag. Das war so ein Kämmerer-Auftrag. Aha, und hier haben wir noch eine Schatzsuche. Ja, ist in Ordnung. Das heißt, wir müssen am Ufer des Sees hier entlang reiten. Vater weiß es eben nicht. Worum ging es hier nochmal? Auf den quirligen Straßen Beauclairs fand Geralt einen Aushang. Jemand suchte eine Eskorte, um in eine Höhle vorzustoßen. Dies schien keine große Mühsal zu werden. Der Hexer beschloss, die Gelegenheit beim Schopfe zu ergreifen. Gut, mal wieder eine Höhle. Warum auch nicht? Also da irgendwie erstmal an den Hängen entlang. Hinauf ins Gebirge. So, direkt am Ufer scheint man nicht gut reiten zu können. Oh Gott! Ah,
Arche spawnen. Okay, verlassene Städte. Ah. Wartet. Arche spawnen war doch erstmal Gift, ne? Wir organisieren uns hier erstmal ein bisschen Giftschutz. Das kriegen wir hin. Und dann Feuer. Wartet. Ja, machen wir das erstmal. Anstatt Donner ziehen wir das uns rein. Komm, wir gehen mal ein bisschen aus der Entfernung. So. Dann würde ich aber dennoch sagen, dass wir einmal den Wald kotzen. Oh nee. Naja. Das schadet uns jetzt nicht mehr. So. Feuer ist schon mal gut. Geralt, falsche Richtung. Okay. Dem entsprechenden Trank war das jetzt tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Interessant. Und was machen die Leute jetzt? Das war wahrscheinlich auch mal ein Weinberg, den sie jetzt wieder herstellen. Haben wir noch Überreste der Archisbogen? Natürlich simulieren sie nur. Aber was will man machen? Sehe ich leider nicht. Hier ist noch eine schöne Kiste. Ist das gewissermaßen unsere Belohnung? Ja, kommt. Das nehmen wir jetzt mal mit. Okay. Okay, Plötze wartet hier irgendwo. Und wir wollten uns hier am Berghang irgendwie so ein bisschen, am Pavonerhang, wie das heißt, so ein bisschen durchschlagen. Das scheint jetzt hier gut zu funktionieren. Ja. Das ist genau unsere Richtung. Vorne ist schon wieder irgendwie Panther oder sowas. Das ist die Insel. Mal sehen, ob wir den irgendwie umreiten können. Ich muss mich nicht unbedingt mit dem schlagen. Aber es kann sein, dass er schon Witterung aufgenommen hat. Ja, tatsächlich. Springen wir ab. Diesmal sind wir gut zurechtgekommen. Fellstücke und Leder. Plötzlich ist nicht nervös geworden. Das ist auch schön. Sehr gut. Ach, schaut mal da drüben. Da sehe ich so ein paar Zelte. Wir gucken kurz mal auf die Karte. Ach so, das ist vermutlich das hier. Mhm. Manticore-Schule. Die Ruinen des Bastoi-Gefängnisses. Ja, das könnte damit zusammenhängen. Wir werden sehen. Erstmal zu diesem anderen Auftrag. Jetzt wird es hier ganz schön steil. Aber wir sind richtig. Okay, hier ist tatsächlich ein Höhleneingang. Allerdings kommen wir hier nicht so gut runter. Kleinen Umweg reiten. So, hier geht's. Ich bin mal gespannt, wen wir hier treffen werden. Hilfe! Helft uns! Bitte, helft uns doch! Okay, das klingt ja schon mal nicht so gut. Hilfe! Helft uns!
Was ist denn hier los? Monster! Monster dort in der Höhle! Wir konnten fliehen, aber Hugo ist noch drin. Hugo? Unser Bruder. Der ist noch da drin. Hilf uns, hol ihn raus. Wir zahlen auch dafür. So, worum geht's hier eigentlich? War das euer Aushang wegen der Eskorte? Ja, das war er. Und nicht ohne Grund, wie es scheint. Nach ein paar Tagen ohne Interessenten haben wir die Expedition alleine riskiert. Wir waren Dummköpfe. Wir hätten Geduld beweisen und warten sollen. Armer Hugo, ob er heil davon kommt? Was haben die eigentlich gesucht? Genau, fragen wir das mal zuerst. Warum seid ihr da eigentlich reingegangen? Wir haben uns verlaufen. Habt ihr die Höhle mit der Hauptstraße verwechselt? Beim Haar an meinem Kinn, welche Rolle spielt es, ob wir spazieren gegangen sind oder Seewanz gepflückt haben? Hugo ist da drin, in schlimmer Gefahr, das zählt. Holst du ihn nun da raus oder nicht? Jede Sekunde zählt. Sie wollen es also nicht erzählen. Was hat euch denn angegriffen? Was weiß ich? Wir sind gerannt, so wie der Boden erzitterte. Zum Ausgang. Nur Hugo ist in die andere Richtung gelaufen. Es kamen also Monster aus dem Boden? Eigentlich bin ich mir nicht sicher. Wir sind gelaufen. Wir haben uns nicht umgedreht. Ich kann reingehen, aber nicht umsonst. Wie viel würdest du nehmen? Dann verhandeln wir mal. Mal schauen, wie sie so drauf sind. Ein vernünftiger Preis. Schön. Gut, ich sehe nach ihm. Ihr beiden bleibt hier. So, natürlich machen wir das. Was ist dem Bruder zugestoßen? Im schlimmsten Falle sind es wieder die widerlichen Insekten, die uns vergiften. Kikimoras, verdammt. Das sind sie doch, ne? Ich glaube, das sind sie. Warum habe ich meinen Schutz nicht? Nein! Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geralt, kannst du da mal hochspringen? Okay. Ich muss mich besser ausstatten, vorbereiten. Wir haben wieder Kikimoras am Start. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen an einem entscheidenden Moment, dem richtigen Moment, weißen Honig nutzen. Ja. So. Und natürlich brauchen wir auch ein Öl. Insektoidenöl, genau. Fürs Silberschwert. Und ich gucke nochmal rein. Ich habe es mal wieder vergessen. Sicher ist sicher. Was hilft dann noch bei denen? Ja, Insektoidenöl, weißer Honig, da haben wir schon in Igni. Ja, alles klar. Das sind die Sachen, die wir benötigen. So, der weiße Honig, den haben wir schon aktiviert. Waldkauz nutzt jetzt im Moment nicht richtig. Versuchen wir es. Da kommen sie alle. So. Ah, ich habe schon wieder keinen Schutz. Schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Krieger ist auch noch am Start. So, Vergiftung geht hoch. Schutz nicht aktiv. So, wir lassen ein bisschen runter ticken. Den Arbeiter haben wir. Feuer ist einmal gemacht, sehr gut. Wir können noch uns Zeit lassen ein bisschen. Leben ist noch ganz gut. Ist immer noch ganz gut. Krieger ist tot. Jetzt haben wir nur noch die Arbeiter. Feuer funktioniert. So, ich denke, jetzt ist mal der Moment für weißen Honig gekommen. Wie schmeckt dir das, Silber? Okay, das hat ganz gut geklappt. Sehr schön.
das alle waren? Hm, wir wissen es nicht. Aber Mutagene sind dabei. Die können wir jetzt wieder sehr, sehr gut gebrauchen. Nehmen wir gerne mit. So. Okay. Die Frage ist... Ah, warte mal. Wir haben ja wieder diese blöden Eier. Die werden wir mal wieder alle kaputt machen. Weil ich weiß ja nie, was uns hier noch erwartet. Aber es sind ziemlich viele Eier in allen Ecken hier. Aber ich würde sagen, wir sind hier sorgfältig. Das Silber nehmen wir auch noch mit. Ist hier noch was? Ja, Kupfererz. Okay. Haben wir die ganzen Eier verbrannt? Sieht gut aus, ne? Fackel können wir mal wieder anzünden. Da geht's einmal lang und da geht's einmal vielleicht lang, weiß ich nicht. Ne, da kommen wir, glaube ich, von hier nicht hoch. Ne. Dann gibt's nur den einen Weg, aber dieser ist es nicht, Geralt. Hier lang. Hm, allerdings... Such mit Hilfe... Ah, wir müssen Spuren suchen und hier haben wir eine. Blutspur. Hugo könnte verwundet sein. Okay, vielleicht ist er dorthin weitergeflogen. Und wir sollen jetzt einfach der Spur folgen. Hier sehen wir noch ein Schwert. Frisches Blut an der Klinge. Ob sie Hugo gehört hat? Nehmen wir das sicherheitshalber mit. Ja, alles klar. Dann ist er hier lang weitergelaufen. Warm und feucht. Kikimoras mögen es kühler. Darum bleiben sie wohl auf Abstand. Ah, okay. So, ist er jetzt hier baden gegangen? Spur führt dahin weiter. Aber das interessiert mich Mann, hier natürlich. Ist das heiß. Ich verbrühe mich. Etwas Schutz wäre nicht verkehrt. Vielleicht ist Quen das Richtige. Mit Quen runtertauchen? Ernsthaft? Das hatten wir ja noch nie. Das funktioniert? Okay, versuchen wir es. Sollten wir auf jeden Fall machen. Geht das da noch weiter? Ne, oben ist hier Schluss. Aber im Wasser war so einiges, was interessant war. Okay, also Quen? Okay, wir versuchen es. Okay, Quen wird jetzt nicht ewig halten. Wir nehmen erstmal das Rote mit. Scheint mir jetzt das Wichtigste zu sein. Nein. Untersuchen. Was ist das? Geralt. Brennfilter. Okay. Noch eine Kiste. Wie lange hält Quen? Hält noch ein bisschen, ne? Hier haben wir noch eine Kiste. Weiß nicht, was das gewesen ist. Irgendwelche Diamanten. So, jetzt ist Quen allerdings weg und wir verbrühen tatsächlich. Komm raus. Wir hatten aber noch nicht alles, ne? Da hinten sind noch mehrere Kisten. Das Kraut, das ist jetzt nicht so entscheidend. Ich würde sagen, wir gönnen uns mal... Ach, wir haben keine Knödel mehr. Na gut, nochmal. Wächterhandschuhe ist nicht so beeindruckend. Kleine Kiste war hier noch. Plötzlich sehe ich sie nicht mehr. Wo ist sie? Da. Okay. Ah, Geralt. Raus. Nee, nee. Jetzt nicht irgendwie verbacken. Oh Gott. Alles klar. So, jetzt schnell raus. Kannst du hier nicht raus? Oh mein Gott. So, na gut. Hm. Warum verbrühen wir denn jetzt immer noch? Standen wir jetzt zu dicht am heißen Qualm? Wie unangenehm. Okay, ist die Frage, brauchen wir jetzt das noch? Ich mach mal Folgendes. Wir werden mal manuell hier eine überlegene... Ah, nee, das wollte ich nicht. Eine überlegene Schwalbe einfach mal einnehmen. Die wird uns jetzt
kurz einmal heilen. Und jetzt können wir weiter. Gut möglich, dass wir weitere Kikimoras hier treffen werden. Also, wir folgen weiter der Spur. Können wir auch nochmal wieder die Fackel zücken. Da ist er. Was hat er für Probleme? Bist du, Hugo? Deine Brüder schicken mich. Ha! Bastarde! Gauner! Hurensöhne! Sie haben sich auf mich gestürzt, konnten mich aber nicht überwältigen. Und jetzt schicken sie einen Gauner, damit er die Sache zu Ende bringt? Was? Wovon redest du? Ich bin ihnen draußen begegnet. Sie haben von einem Monsterangriff erzählt. Sie haben es nach draußen geschafft, du nicht. Sie schicken mich, um dir zu helfen. Das haben sie dir gesagt? Diese verlogenen Hunde. Das ist gewiss nur wieder eine Lüge. Komm schon, beruhige dich. Was ist hier los? Ich bin Hugo Monar. Vielleicht hast du von meinem Vater gehört. Victor Monar. Berühmter Cognac-Brenner. Vor seinem Tod haben wir uns gestritten, wer das Familienunternehmen übernimmt. Darum hat Vater beschlossen, uns zur Zusammenarbeit zu zwingen. Er hat seine Brennerei in Teile zerlegt. Drei davon hat er versteckt und jedem von uns eins der Verstecke gesagt. Als meine Brüder erfuhren, dass mein Teil hier verborgen liegt, haben sie entschieden, dass sie mich nicht mehr brauchen. Sie wollten einen Geschäftspartner weniger. Wortwörtlich. Wir haben gestritten und gekämpft. Der Krach muss die Biester angelockt haben. Die beiden sind zum Ausgang. Ich bin tiefer reingelaufen. Warte mal, aber das ist irgendwie eine komische Geschichte. Also wir haben das, glaube ich, da im See gefunden, das fehlende Teil. Aber wenn die jetzt kein Interesse haben, dass er überlebt, dann hätten sie uns doch nicht beauftragt, ihn zu retten, oder? Dann hätten sie doch einfach gesagt, okay, den hat es jetzt erwischt, super. Also das weiß ich nicht, kommt mir jetzt auch nicht so glaubwürdig vor. Wegen des Teils einer Brennerei bist du hier. Ist es das hier? Ja! Wo hast du es gefunden? Am Grund einer heißen Quelle. Euer Vater hat es wirklich gut versteckt. Dein Lohn. Es ist nicht viel, ich weiß. Aber ich verspreche dir die besten Preise, wenn die Taverne wieder läuft. Ich komme drauf zurück. Gehen wir jetzt. Deine Brüder warten. Na, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das auflöst. Warte! Sieh mal da, meine Brüder! Sie haben ein paar Strolche gedungen. Sie wollen mich überfallen. Das wissen wir nicht. Willst du etwa behaupten, es ist reiner Zufall, dass sie mit Bewaffneten zurückkehren? Sie kommen wegen des letzten Brennereiteils. Töten würden sie mich dafür. Bitte, du bist meine einzige Hoffnung. Töte sie, sonst töten sie mich. Ich soll deine Brüder töten? Na, die vielleicht nicht. Aber die anderen Übeltäter. Meine Brüder, ich weiß nicht. Kannst du sie vielleicht kampfunfähig machen? Ha, wirst du mich beschützen? Also ich glaub noch nicht so richtig daran. Tja, ich habe wohl keine große Wahl. Danke. Tausend Dank. Ich warte hier. Ich meine, vertrauenserweckend sehen die auch nicht aus. Geralt, aber du musst doch nicht gleich dein Schwert ziehen, oder? Okay, es läuft wirklich darauf hinaus. Hexer! Ernsthaft? Was machst du denn? Ich bringe euch Anstand bei. Er ist verrückt geworden. Haltet ihn! Warum? Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Warum habe ich eigentlich noch die Fackel? Verdammt! Immer noch die Fackel. Tu die mal weg, Geralt. Schick dich! Alle gemeinsam! Okay, die Bluteneffekte, die hauen, glaube ich, ordentlich rein.
Das hätte ich sie jetzt nicht gekriegt, was sie verdient hatten. So erwartet. Vielleicht haben sie es gut gemeint. Das glaube ich nie und nimmer. Sie waren verkommen vor Gier und zu allem bereit, um ihr das letzte Teil zu entwinden. Außerdem hast du sie ja nicht umgebracht. Bald kommen sie zu sich. Hoffentlich haben sie was daraus gelernt. Und was jetzt? Ich fürchte, ich weiß es nicht. Die Brennerei meines Vaters kann ich ja nicht wieder aufbauen. Ich muss wohl Wein auf dem Markt verkaufen. Oder vielleicht sollte ich weiterziehen und Toussaint verlassen. Ich weiß es nicht. Ich muss drüber schlafen. Wie auch immer, deine Hilfe mit meinen Brüdern werde ich dir nicht vergessen. Vielleicht könnte er unseren Wein verkaufen, aber na, ich glaube, eine Kooperation ist hier nicht so möglich. Zeit, dass unsere Wege sich trennen. Viel Glück, was immer du beschließt. Ich danke dir, Hexer. Alles Gute. Ich würde gerne noch mal mit den beiden anderen sprechen. Das ist irgendwie eine komische Geschichte gewesen. Haben die das willentlich jetzt in Kauf genommen, dass wir hier getötet werden? Die haben uns da reingeschickt. Und wollten uns dann über die Räuber töten. Komisch, ne? Sehr, sehr merkwürdig. Gut. Naja, die Höhle ist erkundet, die Sache erledigt. Wir können noch mal gucken, ob die irgendwas Wertvolles bei sich hatten. Ja, die Langschwerter, man weiß nicht, wie viel die hier wert sind. Wir haben da ja schon manche positive Überraschung beim Händler erlebt. Insofern nehme ich das jetzt doch mal mit. Wobei das blöde Beil. Wir werden sehen. Gut, liebe Leute. Plötzlich hat sich mal wieder davon gemacht, so wie es aussieht. Nee, doch. Irgendwohin. Wo führt uns der Weg das nächste Mal hin? Ja, zu diesem kleinen Gehöft. Da können wir einen Auftrag noch erfüllen. Und hier ist ja auch noch ein Gehöft. Wo wir gerade in der Gegend sind, schauen wir uns das auf jeden Fall auch nochmal an. Und dann gehen wir wieder auf Schatzsuche. Eine neue Großmeister, also ein neues Großmeister-Schema, das wir nicht nutzen werden, aber auf jeden Fall werden wir es versuchen zu finden, weil das ist ja doch immer ganz spannend, was da so alles mit verborgen ist für Geschichten und Monster. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwald.